10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, rest 10 seconds. Erstmal werden kommerzielle Satelliten, welche die Hauptpayload des Launchers darstellt, in den Orbit gesetzt. Anschließend werden die CubeSats ausgesetzt, die im Prinzip nur eine Piggyback-Fracht darstellen. Und einer dieser CubeSats wird natürlich unser Dragsail sein. Während unser Satellit sich im Orbit erstmal unserer Aachener Ground Station nähern muss, bereiten sich unsere Mission Ops auf ihre erste Aufgabe vor. Sie werden versuchen, über Südafrika mit Hilfe einer sogenannten Web-SDR-Funkstation ein Beacon des Satelliten einzufangen. Web-SDR-Funkstationen gibt es überall auf dieser Welt und sie können sehr leicht übers Internet betrieben werden. Und es gibt davon mehr als 80 Stück, die über den ganzen Globus verteilt sind. Diese Stationen werden sich im weiteren Verlauf unserer Mission noch als sehr nützlich erweisen, nämlich dann, wenn das Dragsail ausgefahren ist und die Koordinaten, die wir von NORAD überliefert bekommen, versagen werden, aufgrund des Luftwiderstandes, der das Dragsail verursacht. Wir werden dann versuchen, die GPS-Position des Satelliten über das Beacon einzufangen, um die aktuelle Position des Satelliten zu berechnen, damit wir in der Lage sein werden, die Antennen auf den Satelliten zu richten, in dem Moment, wo unser Satellit über unsere Funkstation fliegt. Wir erhoffen uns mit dieser Methode, dass wir so lang wie möglich mit dem Satellit in Verbindung bleiben können, selbst wenn der Satellit schon sehr tief ist und der Luftwiderstand sehr groß. Okay, nun aber zurück zur eigentlichen Trainingsübung. So Leute, T-1 Minute über WebSDR Südafrika. Wir haben es oft genug geübt. Ihr wisst alle, was zu tun ist. Jo. Lasst uns das Beacon-Signal unseres Satelliten einfangen. Höp. Beacon ist schon ein Signal reingekommen? Negativ, Flight, negativ. Wir haben noch keinen Kontakt. Und dies ist die Oberfläche einer solchen Web-SDR-Station, nämlich die von Südafrika. Gegenstand dieses Trainings. Wir werden versuchen, über dieses Interface die Beacons von unserem Satelliten aufzunehmen. Übers Web-SDR kann man im Prinzip nicht viel machen. Man kann eben nur reinhören und hoffen, dass der Satellit sein Beacon sendet. Das kann schon eine sehr langwierige Angelegenheit sein. Und das wird uns an diesem Tag bestimmt zu schaffen machen. Wir werden voller Anspannung auf dieses eine Signal warten, was uns bestätigen wird, dass der Satellit lebt. Somit bleibt vorerst nur eins. Warten. Und warten. Und hoffen. Und
Sehr gut, Leute, das habt ihr richtig gut gemacht. Und da wir nun zum allerersten Mal das Signal unseres Satelliten reinbekommen haben, geht die Arbeit erst richtig los. Ab an die Arbeit! In der Tat, während man beim WebSDR nichtstuend zuschauen muss. AOS in 16 Sekunden. To Rotor vom Flight. Wie sieht es aus mit dem Rotor? Flight, ich starte die Rotorsteuerung jetzt. Wird man beim Überflug über unsere eigene Ground Station ganz viel Arbeit haben. Da sind sehr viele Sachen zu beachten. Man muss die Antenne im Blick haben. Führt sie korrekt nach. Flight, wir haben Rotor im Tracking Mode. Azimut 174,4 Grad und Elevation 1,5 Grad und positiv, possible. Rotor, vielen Dank für die Info. Alles klar, Leute, dann lass uns eine erfolgreiche Command-Sequence durchführen. Warten wir erstmal ab, bis die Housekeeping-Daten runterkommen, die ersten. Was man hier gerade hört, ist der Satellit, der gerade dabei ist, Daten zur Bodenstation runterzusenden. Command Management to all. Wir haben erste RQ confirmed für Ping CTS gleich 1. Sieht so aus, als hätten wir einen ersten Kontakt. Erwarte jeden Moment Housekeeping da. From CDHS haben soeben Housekeeping-Daten empfangen. Die Daten sehen gut aus. Over. Sehr gut. Ich würde sagen, dann leiten wir jetzt ein Command Verification ein. To CDHS vom Flight, leite doch mal ein Ping 100 ein. Wilco Flight? To come from CDHS requesting Ping 100, please confirm. Command Management, bestätige Eingang von CDS Ping 100 in der Commands-Tabelle. Ich leite jetzt das Acknowledge ein. CDS Ping 100 gerade eingeleitet unter Command ID 26, Issuer MCS 26, State Transmitted. RQ Status, RQ Pending. Das Kommando hat also gerade die Ground Station verlassen. RQ Issuer Ping CTS gleich 1, Transmission State Transmitted, RQ Status, RQ Pending. Warte immer noch auf eine Command Response von Ping 100. MCS 26, RQ Status, RQ Confirmed, warte immer noch auf Rückgabewert in den Command Responses. Das heißt, Kommando ist beim Satellitentransceiver angekommen. To CDRS from Command Management, bestätige den Erhalt der Command Response Ping 100. Wurde scheduled, executed und ausgeführt. Rückgabewert Ping Value 100. Dann können wir jetzt die Satellitenzeit einstellen. Wilco Flight. To come from CDRS requesting set time command, please confirm. Command Management, bestätige Command CTRHS Set Time. Ich löse jetzt das Acknowledge aus. ACK-Befehl für CTRHS Set Time eingeleitet. Mit der Command ID 32, Issuer MCS 32, Transmission State Transmitted, RQ Status, RQ Pending. Das Kommando hat die Ground Station verlassen. Erwarte in Kürze den Rückgabewert.
RIQ Status für MCS 32 RNQ confirmed. Das heißt, der Transceiver des Satelliten hat das Kommando empfangen. Erwarte Rückgabewert in Kürze. Okay, to all from Command Management and Flight. Bestätige Command Response CDHS Set Time. Kommando wurde gerade scheduled und dann? Es wurde also auf dem Satelliten ausgeführt. Wir haben gerade eine aktuelle Zeit auf unserem Satelliten. Jawohl! Rotor on Flight? Ja. Der Rotor ist jetzt wieder zurück in der Parkposition und bereit für den nächsten Überflug. Das war's dann für unsere erste erfolgreiche Command Sequence in dieser Mission. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und melde mich ab. Wir haben es geschafft.